Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Uppercat, der Aston Martin von Lego oder in meinem Fall hier von Lippin. Das ist ein richtig tolles Creator-Set, hat mega Spaß gemacht zu bauen und ja, steht auch recht schmuckvoll in der Vitrine seitdem. Aber es gibt jetzt noch ein neues Set und da bin ich richtig happy und drauf gespannt. Das steckt hier drin. Das ist der Ford Mustang, der ja erst vor relativ kurzer Zeit von Lego hier rausgekommen ist. Und ja, die Freunde von Lippin sind ja ratzfatz, was das Kopieren anbetrifft. Und hier steckt da also drin die Kopie des Ford Mustang von Lippin. Frisch aus China eingetroffen und ich bin mega drauf gespannt, denn ich finde, Lego hat hier einen mega guten Job gemacht. Der Mustang, der ist noch eine ganze Ecke schöner und besser geraten von der Optik her, wie hier der Aston Martin. Aber schauen wir mal, was sich hier alles im Karton drin befindet. Ich schütte mal aus. Tja, und massig Tüten haben wir einmal hier und das Tolle hieran ist, da bin ich schon mal recht dankbar für. Ja, wir haben hier Bauschrittnummerierungen. Bauschritt 1, was haben wir hier? Bauschritt 5 und so weiter. Also alles schön durchnummeriert, denn es sind natürlich auch einiges an Teilen. Lego gibt an 1469 oder sowas, glaube ich, um den Dreh rum. Lippin gibt sogar 1600 und ein paar zerquetschte Teile an, wo die 200 Teile mehr hier reingepackt haben wollen. Ja, das will ich erst mal sehen, aber diese Differenzen kennen wir ja. Dann haben wir hier nochmal die Anleitung und wow, die ist ja richtig hochklassig, also qualitativ eine super schöne Anleitung. Da bin ich ja jetzt gerade total überrascht. Hier ein glänzender Aufdruck. Das Lippin-Logo wurde überklebt hier vom Shop, wo ich es gekauft habe oder so. Yeshin GM, keine Ahnung. Man kann es Lippin aber noch durchsehen. Und auf der Rückseite haben wir dann auch schöne Bilder hier vom Ford Mustang. Das Feature bei ihm ist ja, den kann man so ganz normal, ich sag mal, in der Zivilversion bauen und dann auch später umbauen hier auf die getunte Fastback-Variante mit ja, herausstehendem Motor, Spoiler und so weiter, Seitenauspüffen. Das werden wir dann alles noch sehen. Aber jetzt schauen wir mal ganz genau in diese echt schicke Anleitung rein. Und die ist echt das Wertigste, was ich hier bisher jemals in Händen hatte, vor allem aus China. Also hier ein richtig dicker Einband, Leim gebunden. Das sieht aus wie eine Lego-Anleitung, aber sowas von 1 zu 1. Klar, ist auch eine Kopie, aber auch qualitativ fühlt sich das 1 zu 1 an. Wir finden einmal die Anzahl der Bausteps, insgesamt 7 Stück, wobei der 7. dann der Umbau ist auf diese getunte Variante. Der eigentliche Bau geht auf 6 Schritte dann zurück und wir finden ja ein paar Aufkleberchen, ein Stickerbogen. Schauen wir mal, was da so dabei ist. Ja, das ist nicht viel. Das sind hier verschiedene Nummernschilder von Kalifornien, Michigan, Bart, irgendwas, keine Ahnung. Und hier ein Kölner Nummernschild. Ach, wie schön. Na, hier noch ein englisches, dann Power by Ford, irgendwelche Aufkleberchen. Ja, das hier kommt bestimmt auf den Ladeluftkühler oder sowas drauf. Caution Fan, ein Radio, das hier ist der Rückspiegel, wo auch hier das Auto, das drin ist, so seitlich versetzt ist. Und dann hier irgend noch so ein Sportaufkleber, High Performance, ja, sehen wir dann, wo der noch hinkommt. Ja, Druckqualität, schauen wir mal drüber. Das hier ist absolut eine 1 zu 1 Kopie der Lego-Anleitung und ist dementsprechend auch von der Druckqualität richtig klasse. Wie gut das hier jetzt bei den Farben geraten ist, das wird sich dann im Bau noch rausstellen, ob die gut getroffen sind oder ob man dann stellenweise schwer erkennt, nur was wohin gehört oder welche Farbe das genau sein soll. Aber so macht das hier einen super Eindruck. Also tipptopp, tipptopp. Könnte das Lego-Set auch 1 zu 1 sein. Insgesamt haben wir hier 127 Seiten. Dann sind wir durch. Und haben den coolen Mustang. Ich finde den echt sowas von schön. Wie ich den gesehen habe, hat es mich schon fast gejuckt, den sofort von Lego zu holen. Das Lego-Set kostet ja, ist noch ein Exclusive und man bekommt es nur im, na was habe ich denn hier? Ah, schon ein Knick drin. Man bekommt es nur im Lego-Store offiziell für 129,90 Euro, also 130 Euro. Man kann es aber auch bei Amazon zum Beispiel kaufen. Ich verlinke euch das. Ich verlinke euch eh hier unten drunter einmal das Original-Lego-Set und einmal das Lippin-Set. Und das Coole hier bei dem Set ist noch, es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, die Teile hier aus China zu bestellen. Und ich habe einen Händler gefunden, der verschickt das hier auch aus Spanien. Von daher keine Probleme mit dem Zoll. Das kommt einwandfrei bei euch durch und kostet 60 Euro, also weniger.
weniger als die Hälfte. Natürlich, Sammlerwert gibt es dann hier eigentlich keinen bei Lippin. Wer darauf Wert legt, der sollte dann die 130 Euro für Lego ausgeben. Das behält den Wert und wenn es später mal vom Markt gegangen ist, wird der Wert dann auch noch steigen. So viel zur Vorrede. Jetzt zähle ich mal noch durch, wie viele Tütchen das sind und sortiere mal die Bauschritte. 36 Tütchen haben wir insgesamt und wir haben hier auch sogar einen Teiletrenner mal wieder mit dabei und der ist in welchem Bauabschnitt versteckt? In gar keinem Bauabschnitt. Die Tüte ist nicht gelabelt, aber wir haben auf jeden Fall einen Teiletrenner mit dabei. Hier haben wir jetzt die einzelnen Bauabschnitte. Das ist Abschnitt 1, das ist die 2, das ist die 3, die 4, die 5, die ist recht klein, die 6 und dann die 7, was hier nachher nur der ganze Umbau ist in die getunte Variante. Und ich muss mich korrigieren, der Teiletrenner, der ist in der Tüte vom Bauabschnitt 1, also auch da hat Lippin mittlerweile dazugelernt. In den alten Sets war es ja oft mal der Fall, dass das in der letzten Tüte dann erst drin war, der Teiletrenner. Und man hat es nicht gesehen und hat sich da das Leben genommen während des ganzen Baus. Und am Ende hat man den dann bekommen und sie lernen auch anderweitig weiter. Denn schaut mal hier, die Klarsicht oder sagen wir Transparentteile, also die Front und die Heckscheibe, die sind einzeln verpackt. Also zwar beide zusammen, aber dennoch einzeln im Tütchen und nicht hier irgendwo mit anderen Teilen in eine Tüte zusammen reingeschmissen. Da bin ich nachher mal sehr gespannt drauf, wie verkratzt die sind oder ob die mittlerweile auch mal eine, bessere, kratzfreiere Qualität erreicht haben. Dann haben wir hier noch unsere kleine Ersatzteiltüte. Ja, die kennen wir ja mit so ein paar Kleinteilchen immer drin. Ich hoffe, wir haben kein Fehlteil. Bin sehr gespannt und freue mich jetzt megamäßig auf den Bau. Und ich würde sagen, wir legen dann direkt auch mal los hier mit Bauschritt 1, der aus insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Tüten besteht. Also, auf geht's! Ich bin jetzt hier am Bauschritt 10 dran und wir machen einen ersten kurzen Zwischenstopp, damit ich euch mal ein paar Dinge zeigen kann. Also, mittlerweile bin ich so weit gekommen, es ließ sich alles ganz hervorragend verbauen bisher. Klemmkraft wunderbar und besonders gut ist auch hier die Haltekraft dieser kleinen Pinne geworden, denn das war früher öfters mal so eine Schwäche gewesen, aber die hier, die ich bisher verbaut habe, die halten richtig gut und die klicken auch richtig gut ein und haben einen stabilen Sitz, also das macht hier alles von den Teilen her bisher einen ganz hervorragenden Eindruck. Wird hier noch Lego draufstehen, würde ich gar keinen Unterschied merken. Also, soweit bin ich gekommen. Die Grundbodengruppe sozusagen haben wir hier mal gebaut mit ein paar rechteckigen Technikteilen, dann da ein paar Stifte rein, noch ein paar Teile dran, Platten drüber. Dann haben wir hier schon irgendwas für, keine Ahnung, es wird noch keine Achse sein, aber irgendwas schon mal eingebaut, was man drehen kann. Und dann hier schon mal ein Teil, was nach oben weggeht, sich aber noch minimal hier bewegen lässt. Was es wird, weiß ich noch nicht. Und oben drüber haben wir dann schon mal noch ein paar Platten gezogen. Zur Farbgebung der Anleitung können wir hier uns jetzt echt schön mal anschauen. Wenn ich mal hier ein hellgraues Teil nehme und lege das mal hier neben die Anleitung, dann passt die Farbe so lala, so einigermaßen. Schauen wir mal hier auf das Dunkelgrau. Passt so einigermaßen und schwarz, schwarz ist schwarz. Ich sag mal, man kann es ganz gut erkennen, was hier wie verbaut wird. Schwarz, dunkelgrau, hellgrau. Farbe passt nicht hundertprozentig, ist aber völlig in Ordnung, völlig im Rahmen. Da kommt man gut mit klar. Und womit ich auch gut klarkomme, ist, wenn ich mir hier mal diese kleinen Fliesen anschaue. Die sind natürlich ein klein bisschen, mal schauen, ob ich das hier einfangen kann. Ein klein bisschen verschrammelt und verkratzt, wobei das hier jetzt auch Fingerabdrücke von mir noch waren. Aber die sind wesentlich weniger verkratzt, wie ich das jetzt hier aus der Vergangenheit her kenne. Also ich finde, die sehen eigentlich ganz gut aus. Also Lippin macht sich bei der Qualität wirklich ganz enorm.
Die haben da echte Fortschritte gemacht in den letzten paar Jahren, was jetzt hier die Qualität anbetrifft. Über die Bauanleitung selbst brauche ich gar nicht zu reden. Das ist 1:1 die Lego-Bauanleitung kopiert. Da geht es in kleinen, übersichtlichen Schritten immer weiter. Und auch hier zum Beispiel, wenn man die Achsen hier vergleichen muss, ob man die richtige Länge hat, kann man das hier dranlegen. Das hier ist natürlich jetzt nicht die richtige, aber die Längen, die passen hier. Also da passt auch alles. Da wird nichts groß, nichts klein kopiert. Alles völlig in Ordnung. Ja, und was auch Lego-typisch nochmal ist, ihr seht schon, ich habe hier überwiegend schwarz und grau, aber natürlich wird es auch bunt. Wir haben dann hier mal was Blaues mit drin, mal was Gelbes, mal was Rotes. Ja, da sieht man das wieder, kunterbunter Bauspaß hier bei Lego. Dann hier noch ein paar braune Teile, warum auch immer. Hier wieder gelb und blau und hier noch ein beiges Teil und ja. Naja, wird ja alles später nicht zu sehen sein. Das macht Lego ja immer, damit man hier auch leichter dann, schätze ich mal, bauen kann, statt alles nur hier in Grau und Schwarz zu machen. Naja, kann man draufstehen, muss man nicht draufstehen, solange man es später nicht mehr sieht, ist es ja auch völlig egal. So, aber es macht mir hier riesig Spaß und deswegen baue ich jetzt mal weiter. Auf Seite 10 habe ich jetzt hier die Lenkung gebaut und bevor ich hier alles mit anderem Zeugs überbaue, dachte ich, zeige ich euch die nochmal kurz. So sieht das ganze Konstrukt aus. Wir haben da also hier so ein richtig großes, fettes Zahnrad einmal hier verbaut, mit dem dann gelenkt wird. Und das ist ja sowas wie eine Einzelradaufhängung hier vorne, würde ich fast sagen. Wir haben hier diese Teile, wo drei Kugelköpfe dran sind. Einer wird hier unten reingeklippt, einer ist dann noch hier oben. Und einer noch hier vorne, wo dann auch schon hier diese Stange eingeklippt wurde. Und somit wird nachher die Lenkung dann hier angesteuert. Also wir haben das Zahnrad, das bewegt einfach nur hier so eine kleine Achse, die hier durchgeführt wird, auf dieses Teil geht und dann hier runter geht und dann hier auf diese beiden Kugelköpfe verteilt wird. Und die werden hin und her bewegt und dann wird das dann übertragen dementsprechend hier auf die Lenkungen. Und wir haben auch ja, simulierte Bremsscheiben. Würde ich das hier mal nennen. Also diese, Moment, da habe ich doch noch mehr davon. Das hier, das sind also die Bremsscheiben, das hier ist der Innenbereich und das ist der, den man nachher außen dann noch sehen wird. Obwohl eine komische Farbe für eine Bremsscheibe oder vielleicht hat es noch einen anderen Zweck, den ich jetzt noch nicht erkenne. So, ihr seht, ja, wenn das so gebaut ist, dann schlackert hier der Bereich doch noch ein bisschen hin und her. Und hier ist noch zu erwähnen, diese Gelenke, diese Kugelkopfgelenke und die Teile, die drankommen, das hält wunderbar. Das klippt schön ein, ist stabil, lässt sich gut bewegen. Also wunderbar. Also bisher von den Teilen ist das hier 1A zu verbauen. Dann wird das Ganze noch stabilisiert, dadurch, dass dieses Teil hier runtergebogen wird. Und dann klippt das hier noch auf dem oberen Kugelgelenk einmal ein. Und wir haben hier eine wunderbare Stabilisierung und können hier jetzt lenken. Ja, so geht's. So wird hier die Lenkung gebaut. Schön. Also das macht hier echt Spaß. Ein schöner kleiner Technikpart, der hier mit drin ist. Wunderbare Sache. Wollte ich euch kurz zeigen, denn jetzt wird hier noch ein bisschen was übergebaut und dann sieht man das nachher nicht mehr so schön. So, weiter geht's. Dieses Teil haben wir jetzt hier gebaut. Das wird gleich hier mit unserer Bodengruppe verheiratet. Aber vorher wollte ich euch noch was zeigen, denn auch hier haben wir ein bisschen Technik eingebaut. Also Zahnrädchen, hier unten so eine Schnecke noch mit dabei. Und ich dachte mir zuerst, ja, wofür soll denn das bitte schön gut sein? Ich kann ja hier jetzt, so kann man es sehen, hier kann ich dran drehen und dann dreht sich hier die Schnecke etwas mit. Und das wird dann hier weitergeleitet auf die Achse und dann dreht sich das Teil. Und ich habe mich echt hier kurz am Kopf gekratzt und dachte, wofür soll denn das gut sein? Aber dann ist es mir natürlich nochmal eingefallen, hiermit kann man später den Mustang etwas hochbocken am Hinterteil, dass der mal den Arsch hochkriegt. Und ihr seht, funktioniert einwandfrei. Hier ist einfach nur eine Achse durchgesteckt. Darauf ist die Schnecke. Die geht dann nochmal hier auf ein kleines Zahnrad drauf, das auch auf zwei Achsen oder auf einer Achse ist. Und die leitet dann eben die Bewegung nach rechts und nach links weiter. Und dann wird hiermit dann hochgebockt. Ja, ansonsten würde ich sagen, eine recht stabile Bodengruppe haben wir hier gebaut aus Technikelementen. Und die wird dann nochmal hier jetzt draufgesetzt. Also so, wenn ich das hier richtig sehe. Ach komm, ich mach's mal direkt, während wir hier einfach zuschauen. Das wird hier komplett durchgesteckt bis hier vorne.
und dann festgedrückt. Ja, und dann haben wir hier die Bodengruppe. Also ich muss es gleich hier noch richtig festdrücken. Und dann haben wir die schon mal fertig. Und man sieht schon, ich nehme mal kurz hier den Aston Martin dazu. Nur mal so zum Größenvergleich. Wir sehen schon, dass, wenn ich hier mal ein bisschen gerade stelle, ja, der Radstand, der wird länger als beim Aston Martin. Ich habe es jetzt hier genau auf die Vorderachse ausgerichtet und ja, da hinten kommen erst die Rädchen nochmal dran. Also wir haben einen längeren Radstand, der wird auch insgesamt etwas größer wie der Aston Martin werden. Also ich bin gespannt, der kann nochmal hier die Ecke geparkt werden und wir bauen noch etwas weiter. Viel ist nicht mehr übrig vom Bauabschnitt 1, noch ein paar Kleinteile, die baue ich noch eben flott an. Dann schauen wir nochmal drüber und dann geht es mit Bauabschnitt 2 weiter. Schaut her, das ist übrig geblieben, zwei von diesen roten, ja, kleinen Achsstöckerchen. Ansonsten war auch alles da. Das hier ist das Ergebnis von unserem allerersten Bauabschnitt. Der ist fertiggestellt. Das waren insgesamt 55 Bauschritte und wir sind auf Seite 18 der Anleitung gelandet. Tja, was ist jetzt hier noch passiert im letzten Bauabschnitt? Wir haben im Prinzip hier an die Seite diese Teile angebracht, dass wir dort Noppen hatten, um eben hier diese, ja, Schrägfliesen oder, ja, Wedges oder wie die Teile heißen, eben diese Verkleidungen hier unten anzubringen. Ja, das wurde im Prinzip gemacht. Hier oben kamen noch ein paar Fliesen oben drüber. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Und viel mehr war es dann schon gar nicht. Und das hier war der erste Bauabschnitt oder der Baustep, wo ich sagen konnte oder sagen kann, hier musste man etwas aufpassen, denn hier hat sich gerne mal was verzogen, wenn die Teile hier oben aufgesetzt wurden und man hat dann angefangen, hier von der Seite zu bauen, hat das festgedrückt, hat sich da gerne mal wieder etwas nach oben abgehoben und dann musste doch immer mal wieder hier nachdrücken, damit auch die Linie an der Seite später hier schön gerade wird. Und ja, ich hatte hier eben schon bemerkt, wenn wir gerade bei gerade sind, wenn ich hier mal ein bisschen kippele, ja, ihr seht, das ist nicht hundertprozentig eben. Es hat sich so leicht verzogen, hier dieser untere Bereich, also echt nur minimal, aber man kann sehen, dass da ein klein wenig Spiel noch drauf ist. Ich hoffe, das zieht sich dann noch entsprechend gerade. Wenn nachher der ganze andere Aufbau kommt, gehe ich mal stark von aus, aber bisher, ja, ganz bisschen schief ist er geworden. Ansonsten sieht es nett aus. Also hier die Teile an der Seite, da muss man echt immer mal wieder drüber gehen, damit hier alles gerade sitzt. Das ist ein bisschen, ja, instabil gebaut. Aber naja, ich denke, das liegt nicht an den Lapin-Teilen, sondern eben an der verwendeten Bautechnik. Ansonsten haben wir jetzt eine schöne Grundplatte. Wir haben hier vorne die Lenkung gebaut, funktioniert wunderbar. Wir haben hier hinten die Verstellung gebaut, um später das Heck hochbocken zu können. Und so die eigentliche Basis, die ist schön und stabil geworden. Und dann geht es dann jetzt weiter mit Bauschritt Nummer 2. Ich bin gespannt, was da alles dazu kommt. Allerdings nicht mehr in diesem Video, Freunde. Das wäre es nämlich gewesen hier für das erste Bauvideo zum Lapin Ford Mustang. Kopie des Lego-Sets natürlich. Es macht sehr viel Spaß zu bauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das Video Teil 2 verlinke ich euch in der Videobeschreibung und auch hier oben, sobald es online ist. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Macht's gut!